keine Absicht, hier war nicht die Absicht dahinter, dass man quasi den Ungeimpften einen größeren Teil der Pandemie zuschiebt, als also belegt werden konnte. Also das war schlicht und ergreifend ein Fehler in dem System. Um uns gegenseitig aufzuhetzen, um den Leuten, die sich nicht gleich impfen lassen wollten, Druck zu machen. Ich küsse dein Herz, Karl Lauterbach, Bro. Stell dich hin, sag, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das war nicht nur das System, sondern ich als Mensch habe auch einen Fehler gemacht. So. Das wäre doch mal eine Einsicht, die bei jedem im Volk ankommen würde. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich go, man, do the intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch draußen ist alles gut, Leute. Ich stehe hier gerade. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Hier im Hintergrund sind so. Ich wollte gerade Wasserfälle sagen. Ja, ist schon so eine Art Wasserfälle. Und da hinten ist eine Kirche. Ich bin irgendwo in Celle, auf jeden Fall, an einem sehr schönen Ort. Seit ein paar Tagen scheint auch die Sonne hier. Und ich muss sagen, das tut mir sehr, sehr gut. Warte mal, nimmt der überhaupt auf? Ja, nimmt auf. Als Mensch einfach, Sonne, Sonnenenergie gibt mir Life, irgendwie habe ich das Gefühl so. Sonne ist echt für uns Menschen sehr, sehr wichtig. Bin ich krass von überzeugt. Und deswegen genießt die Zeit in der Sonne. Verbringt so viel Zeit draußen, wie ihr könnt, wenn die Sonne scheint. Sonne tut euch allen gut. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal in die Sonne zu reisen und mal ein bisschen länger auch Sonne zu haben. Ist ein bisschen verstaubt. Dann nehmt das auf jeden Fall wahr. Würde ich euch wirklich ans Herz legen. Tat mir als Mensch sehr gut und ich glaube, euch allen wird es auch gut tun. Ich hoffe, er fokussiert mich insoweit, dass man mich noch erkennen kann und ich nicht zu dunkel bin. Weil ich glaube, die Sonne hier von der Seite macht das alles ein bisschen. Aber ist ja auch egal. Man muss mich jetzt nicht unbedingt perfekt sehen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache heute ein Video. Ich bin vorhin aufgewacht und dann hat mich jemand auf Instagram unter einem Video markiert. Und ich habe gedacht, ich widme dem Thema einfach auch nochmal ein komplettes Video. Weil ich einfach sagen muss, ich finde es echt krass, wie mit dem Thema teilweise umgegangen wird. Und deswegen will ich euch jetzt an der Stelle erstmal das Video einblenden, wo ich markiert wurde. Ich zeig's euch hier einfach mal ganz kurz. Ich habe mir das so runtergeladen. Und zwar geht's um unseren Homeboy Karl Lauterbach, ja? Der hat irgendwo eine Rede gehalten, ich weiß nicht ganz genau, wo es war, wo er eingeräumt hat, dass. Also ich blende es erstmal ein. Dass es dort schlicht und ergreifend eine automatische Softwarezuweisung gab, die nicht stimmig war. Das Problem ist gelöst, konnte sofort gelöst werden. Das war ein Versehen, aber das war, das muss man klar sagen, keine Absicht. Hier war nicht die Absicht dahinter, dass man quasi den Ungeimpften einen größeren Teil der Pandemie zuschiebt, als also belegt werden konnte. Also das war schlicht und ergreifend ein Fehler in dem System und der sofort hoch. Dass es dort schlicht und ergreifend eine automatische. Also das ist schon krass. Er hat quasi gesagt, dass es ein Fehler im System war, dass es eine gewisse Zeit lang hieß, dass der Ungeimpfte einen größeren Teil zur Pandemie beiträgt als der Geimpfte. Und er sagt einfach, es war ein Fehler im System, was man so nicht vorher hätte sehen können. Es war auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Und ich finde es krass, wie das einfach mit einem Satz versucht wird, aus der Welt zu schaffen. So. Das, was dieser Satz oder was dieser Fakt, dass ein Großteil der Gesellschaft gedacht hat, dass alle Menschen, die nicht geimpft sind, einen Großteil zu der Pandemie beitragen und die Hauptverantwortlichen eigentlich damit sind, hat man im weitesten Sinne den Menschen so mitgegeben. Das hat nichts Positives in der Gesellschaft ausgelöst, im Gegenteil. Menschen haben sich krass ausgegrenzt gefühlt deswegen. Menschen konnten monatelang nicht am normalen sozialen Leben teilnehmen, wie alle anderen Menschen, die geimpft sind. Und die Geimpften haben teilweise die Nicht-Geimpften dafür verantwortlich gemacht, was alles passiert. Wir waren als Ungeimpfte der Sündenbock der Gesellschaft und auch der Politik. Und am Ende stellt sich ein Lauterbach hin und sagt, es war ein Systemfehler. Und dann ist alles wieder gut, oder was? So. Das ist seine Form von gerade machen. Das war ein Systemfehler. Und ansonsten wird da auch nicht mehr passieren. Das kenne ich schon von der Politik.
es ist zumindest mal, dass wenigstens ein Fehler eingeräumt wird, ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ob das jetzt so stimmt, ist noch mal die zweite Frage. Ob es wirklich so war, dass es ein Systemfehler war oder ob dieses Tool genutzt wurde, um uns gegenseitig aufzuhetzen, um den Leuten, die sich nicht gleich impfen lassen wollten, Druck zu machen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das weiß man nicht, das kann man auch nicht wissen. Aber es kann man vermuten, weil ich das Gefühl hatte, da steckt ein System dahinter. Ich hatte das Gefühl, dass es beabsichtigt ist, dass Ungeimpfte ausgegrenzt werden. Nicht nur aus dem öffentlichen Leben, also keine sozialen Dinge mehr tun konnten, wie ins Sport, zum Sport zu gehen, was wichtig für die Gesundheit gewesen wäre, fürs Immunsystem und für jeden Menschen, was Gutes ist so. Egal, ob du getestet warst oder nicht, ob du nachweislich gesund warst oder nicht, es war egal. Wenn du nicht geimpft warst, durftest du da nicht hin. Du durftest nicht in Restaurants, du durftest nicht zum Friseur, du durftest am sozialen Leben nicht teilnehmen. Und das fühlt sich nicht gut an. Und wenn dann gesagt wird, es basiert auf einem Fehler im System, dann frage ich mich, ob nicht das ganze System, in dem wir leben, ein verfickter Fehler ist so. Und das kann man mir an der Stelle auch nicht vorwerfen, meiner Meinung nach. Ich sehe das als eine Schlussfolgerung, die vollkommen menschlich ist. Weißt du? Weil ich gehöre zu dieser Gruppe, die monatelang nicht teilnehmen durften an der Gesellschaft. Bis heute noch können wir nicht am sozialen Leben richtig teilnehmen. Noch nicht. Es wird immer besser, aber es ist noch nicht so, dass du als Ungeimpfter die gleichen Freiheiten hast wie als Geimpfter. So. Und es ist einfach nur traurig. Ich finde das nicht schön. Ich finde das schade. Und ich will, dass diese Leute, die dafür verantwortlich waren, dass das so passiert ist, wie es passiert ist, dass die sich dafür gerade machen und nicht sagen, es war ein Fehler im System, sondern einfach mal die Wahrheit sagen. Einfach mal zugeben, ja, wir wollten den Menschen Druck machen. Ja, wir wollten eine gewisse Spannung in der Gesellschaft aufbauen, sodass sich die meisten Leute impfen lassen. Das ist nämlich mit der Grund, warum die meisten Leute sich geimpft haben. Ich kenne sau viele Leute, die sich impfen lassen haben. Und von diesen Leuten, die ich kenne, die sich geimpft haben, sind vielleicht 15-20% wirklich überzeugt von der Impfung. Der Rest hat sich nur impfen lassen, damit er am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Damit er dazugehört, damit er die Dinge tun kann, die jeder tun kann. Damit er diesem Druck, der auf ihm lastet, nicht mehr ertragen muss. Es gab Streits innerhalb der Familie, weil gesagt wurde, dass die Ungeimpften der größte Fehler, also dass die Ungeimpften diejenigen sind, die am meisten den Virus verbreiten und die dafür verantwortlich sind, dass die Pandemie diese Überhand genommen hat, wie sie sie genommen hat. So. Das löst Druck aus in der Familie, wenn Leute sich geimpft haben in der Familie und denken, dass ihre Enkel haben sich nicht impfen lassen und denken dann, dass die daran schuld sind, dass es so läuft, wie es läuft. Dass die an dieser Krankheit schuld sind, dass die mitverantwortlich sind, wenn Leute sterben. So. Untereinander in der Familie, in Freundschaften, Beziehungen gab es einfach Stress. Es wurde dieser Druck aufgebaut. Es wurde dieses Narrativ aufgebaut, dass der Ungeimpfte der Feind ist. Und das hat man gespürt als Ungeimpfter. Und ich will für die alle Leute sprechen, die das genauso gefühlt haben wie ich. Ich möchte, dass sich Leute dafür gerade machen und zugeben, dass das nicht rechtens war und sich dafür bitte entschuldigen. So, das ist mein Statement. Das wird wahrscheinlich niemanden jucken in der Politik, aber das ist mir auch scheißegal, weil ich spreche für alle Leute, die mich fühlen. Ich spreche für alle Leute, die das Gleiche durchgemacht haben wie ich oder andere Leute. So, und das ist nicht unter den Tisch zu kehren. Wie viele Leute haben ihre Existenz verloren? Wie viele Leute wurden gezwungen, sich zu impfen, sonst dürfen sie nicht mehr weiter arbeiten? Wie viele Leute haben in dieser Zeit, wo sie ausgeschlossen wurden von der Gesellschaft, blöde Gedanken in den Kopf bekommen? Wie viele Leute haben mit Selbstmordgedanken gespielt? Deswegen. Es ist so. Glaubt mir das, dass es so war. Wie viele Leute haben einfach keinen Bock mehr gehabt auf Leben deswegen? So. Und deswegen möchte ich, dass sich dafür Leute gerade machen, Digga. Ich schwör's dir. Ich küsse dein Herz, Karl Lauterbach, Bro. Stell dich hin, sag, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das war nicht nur das System, sondern ich als Mensch stecke auch dahinter und habe auch einen Fehler gemacht. So. Das wäre doch mal eine Einsicht, die bei jedem im Volk ankommen würde. Und keiner würde dich dafür disrespekten. Das ist so ein dummer Gedanke, dass Leute, die sich gerade machen für etwas oder sich entschuldigen, dann Lutscher sind oder nicht mehr ernst zu nehmen sind oder so. Ist nicht so. Ist nicht. In meiner Welt ist es nicht so. Ich respektiere das hart, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich habe da einen Fehler gemacht. So.
und ich weiß, dass ich verantwortlich bin für viel Scheiße und das gestehe ich mir jetzt ein und entschuldige mich dafür. Das zeigt für mich Größe, das zeigt für mich Menschlichkeit und das ist das, was ich von der Politik mehr möchte, was ich einfach mehr gerne sehen würde. Menschlichkeit, Ehrlichkeit, einfach zu spüren, dass sie auch zu uns gehört, so, wenn es denn so ist. Ich küsse dein Herz. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare rein. Egal welcher Meinung ihr seid, schreibt es human in die Kommentare rein. Beleidigt euch nicht gegenseitig. Diskutiert gerne miteinander. Und ja, be unique. Dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace it out, man. Genießt nochmal diese schöne Aussicht hier. Nice. Peace.